21. Kapitel. Das Schärflein der Witwe. Als er aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten warfen. Er sah auch, wie eine arme Witwe zwei Heller hineinlegte. Da sagte er: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingelegt als alle anderen. Denn alle warfen von ihrem Überflusse zu den Gaben Gottes hinein. Sie aber legte von ihrer Armut alles hinein, was zu ihrem Lebensunterhalte diente. Weissagung vom Ende. Als einige vom Tempel sagten, er sei mit so prächtigen Steinen und Weihegeschenken geschmückt, sprach er: Es werden Tage kommen, da wird von dem, was ihr hier seht, nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht niedergerissen wird. Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen, und welches ist das Zeichen, wann dies eintreten wird? Vorausgehende Drangsale. Er antwortete: Seht zu, dass ihr euch nicht irreführen lasst. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es, und die Zeit ist gekommen. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr von Kriegen und Aufständen hört, so lasst euch dadurch nicht schrecken. Dies muss zuvor kommen, aber das Ende ist damit noch nicht sofort da. Er fuhr fort: Volk wird sich gegen Volk erheben, Reich gegen Reich. Starke Erdbeben wird es allenthalben geben, Hungersnot und Pest. Schreckbilder und gewaltige Zeichen werden am Himmel erscheinen. Vor all dem wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und Kerkern überliefern und vor Könige und Statthalter schleppen, um meines Namens willen. Da wird euch Gelegenheit gegeben, Zeugnis abzulegen. Macht euch also von vornherein keine Sorge, wie ihr Rede stehen sollt. Denn ich werde euch Beredsamkeit und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht zu widersprechen und zu widerstehen vermögen. Ihr werdet sogar von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden ausgeliefert werden, und manche von euch wird man ums Leben bringen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen gehasst werden. Aber kein Haar soll von eurem Haupte verloren gehen. Durch standhafte Ausdauer werdet ihr eure Seelen retten. Vorzeichen der Zerstörung Jerusalems. Wenn ihr Jerusalem von Kriegsheeren eingeschlossen seht, dann wisset, dass seine Zerstörung nahe ist. Dann sollen die Leute in Judäa ins Gebirge flüchten. Die in der Stadt sollen hinausziehen, die auf dem Lande nicht in die Stadt hineingehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, da alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den hoffenden und stillenden Frauen in jenen Tagen, denn es wird eine große Bedrängnis über das Land kommen und ein Zorngericht über dieses Volk. Die einen werden durch die Schärfe des Schwertes fallen, die anderen werden gefangen unter alle Völker weggeführt werden. Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Wiederkunft Christi. Es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen. Auf Erden wird unter